Vor einigen Monaten habe ich ein Video hochgeladen, da habe ich eine Holzschale gedrechselt aus Holz, was ich glaube seit 3 Jahren im Wasser lag. Das ging relativ gut ab und ich habe noch ein bisschen mehr spezielles Holz, ich schaue schon drauf. Und daraus werden wir heute noch eine Schale drechseln, aber die wird nur ein Stückchen größer. Das hier ist das Holz, das ist Linde. Ich sage immer ganz gern, das ist scheinheilige Linde, also für die Leute, die scheinheilig sind, die so an Weihnachten in die Kirche gehen. Auf jeden Fall ist das nämlich Holz von einem Friedhof und den habe ich bekommen, also scheinheiliges Holz. Ich muss euch mal da oben unter das Dach legen, bis da so eine langjährige Beziehung, wie wir hier jetzt mittlerweile auf YouTube haben, die muss man ja auch schonen, da kann man die Kamera, beziehungsweise kann ich dich ja mal ins Trockene legen. Ja, mehrjährig sprichst ganz gut, ich bin schon komplett daneben. Ja, Holz freiräumen. Der ist schon ziemlich groß tatsächlich, dieser Stamm. That's my hand. Und überall ist sonst noch Material. Wie gesagt, ich brauche den unteren Stamm, weil der nämlich im Schlamm liegt. Und das bedeutet, diese großen Stücke brauche ich nicht. Ich schreibe mir gerne mal in die Kommentare, was ich daraus machen könnte. Ich wollte vielleicht ein Kantholz zerschneiden. Es ist so abgefahren, dass sich dafür ein Leben drunter bildet. Wie gesagt, das Holz liegt schon relativ lange und da haben sich so ein paar Tierchen eingenistet. Und da ist tatsächlich die besagte Maus. Das wird eine Obstschale zum Verschenken. Also Ironie an, Ironie aus. Da ist das Stück, was wir wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das unten auf dem Boden aussieht. Es geht tatsächlich noch. Da unten sieht man einen schönen Ansatz. Das ist immer die Frage, welches Stück Holz bewegt man? Das, was man schneiden will oder das, was als Unterlage dienen soll, damit man es schneiden kann? Falls euch solche Holzhandwerker-Themen interessieren, dann ist dieser Kanal auf jeden Fall was für dich. Denn hier gibt es regelmäßig Videos rund um das Thema Holz, Drechseln. Hier habe ich zum Beispiel ein Kettensägewerk gebaut. Das ist das Teil da im Hintergrund. Ich werde über dem Bankbett drechseln. Das bedeutet, ich werde die Schale nicht maximal groß machen. Ich werde es in dem Fall 50 cm Durchmesser machen. Die Tierchen, die hole ich hier extra noch runter, denn ich mag nicht, wenn die unnötig kaputt gemacht werden in so einem Scheiß. Ich werde hier jetzt ein bisschen mehr Abfall erstellen. Einfach nur das, was beim Drechseln einfacher haben und nicht so viele Haare haben. Den Mittelpunkt markiere ich mir auch hier ein bisschen, weil ich bin jetzt schon zweimal ins Holz reingestochen aus Versehen. Ich glaube, selbst wenn ich eine Bandsäge hätte, also ich habe eine Bandsäge, die das da packen würde, aber das Holz ist so schwer, da schneide ich das lieber ruhen quasi auf dem Boden und bewege dann das Werkzeug ans Material. Und jetzt können wir es freischneiden. Wenn du jetzt einen Kommentar geschrieben hast, überdenke ihn. Warum macht die Motorsäge so komisch? Die hat einen Motorschaden, deswegen dreht die nicht mehr wirklich durch unter Belastung. Warum mag ich sie trotzdem? Wenn sie scharf ist, schneidet sie immer noch super gut. Ich schneide damit mein grobes Holz, was ich auch gleich noch für ein anderes Projekt, wie gesagt, hier auf dem Kanal erscheinen mehrere Massivholzprojekte. Ich falle gleich. Ich schneide damit gleich noch ein paar Bohlen, die sind 40 mm in etwa stark. Da brauche ich nicht viel Power, einfach nur eine scharfe Kette und deswegen ist die Motorsäge dafür super gut. Die andere Motorsäge, das ist Ölall. Ich habe kein Öl dabei. Außerdem ist da eine Lenkschnittkette drauf, die will ich dafür nicht benutzen. Und aus dem Grund benutze ich diese Kettensäge. Hier seht ihr jetzt das Holz, was wir jetzt gleich drechseln werden. Das ist es. Das wird's. Ja, das wird's werden. So, das Teil kann sich jetzt gerade so hier drauf drehen und jetzt geht die langsame Drechselarbeit los. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Es ist schon eine Trümmerhaufe, ne?
Oh Gott, das wird so lange dauern. Ich muss jetzt hier doch noch die Außendrehvorrichtung dran machen, weil ich sonst nicht um die Schale rumkomme. Das ist dann sonst alles doch zu groß. Ich habe die Teile das letzte, also ich habe die Außendrehvorrichtung das letzte Mal abgemacht, weil die dann immer ein bisschen im Weg war, gerade wenn man Stifte drechselt. Aber natürlich braucht man sie dann bei solchen Arbeiten auf jeden Fall. Alter, ist das ein Riesengeschoss. Brutal. Also diese Holzschale wird auf jeden Fall wunderschön. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich freue mich auch schon, wenn sie fertig ist. Aber damit sie fertig werden kann, müssen wir jetzt erstmal einen Rezess drechseln. Ich werde hier einen innenliegenden Rezess anarbeiten, weil ich einen richtigen Fuß drechseln möchte, weil sonst wird die Schale zu tief. Aus dem Grund nutze ich dann hier gerade die Gelegenheit und mache einfach einen innenliegenden Rezess. Dazu messe ich mir jetzt einfach, ich habe hier das Futter ein bisschen auseinander gedreht, damit ich ein bisschen breiter werde. Das Futter könnt ihr eventuell schon bei mir auf dem Shop bekommen. Falls nicht und ihr da Interesse habt, könntet ihr mir eine Mail schreiben. So, als nächstes mache ich die Maschine nämlich an und markiere mir meinen Rezess. Und er ist markiert. Ich habe ein ganz, ganz klein bisschen verkackt, denn gestern, also heute ist der nächste Tag, habe ich ihr gesagt, dass ich diese große Holzschale mit meinem eigenen Futter aufspannen möchte. Da habe ich aber leider nicht so richtig aufgepasst. Das hier ist das Spannfutter, was ich benutzen wollte und ich habe den Rezess leider ein klein bisschen zu groß gemacht. Ich könnte zwar immer noch damit spannen, aber je nachdem, wie weit sich das reindrücken wird, hätte ich dann nicht mehr so viel Puffer, den ich gerne hätte. Und aus dem Grund werde ich jetzt dieses Spannfutter hier doch nicht benutzen, sondern größeres. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen um den Fuß kümmern, denn ich will sowas wie einen Fuß an die Schale randrechseln und will hier dann noch so einen kleinen Versatz reinmachen. Einfach nur, dass wir ein bisschen mehr Form in der Schale haben. Und den Rezess will ich noch ein bisschen anpassen, damit da die Oberfläche noch ein bisschen besser ist. Das machen wir jetzt. Jetzt werde ich mal so ein bisschen die Technik erläutern, denn bei so einer Drechselarbeit muss man sehr, sehr gut auf die Technik achten, denn man kann hier die Drehzahl nicht so hoch machen und man will am Schluss auch nicht so viel schleifen. Man sieht zum Beispiel hier diese Rattermarken, die sind noch gar nicht gut, aber die Oberfläche, die ist schon mal sehr, sehr gut. Das bedeutet, wir haben hier keine Ausrisse. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, die Oberfläche, da gehe ich jetzt noch einmal drüber. Diese schlechte Oberfläche ist halt auch entstanden, weil die Schale grundsätzlich noch nicht so rund läuft. Das verursacht das dann so ein bisschen mit und da haben wir hier auch noch so eine kleine Verästelung, die verursacht halt auch eben, dass so etwas dann passiert. Wie benutze ich hier die Röhre jetzt in dem Fall? Ich halte sie relativ gerade. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, setzt die Röhre auch so dann nicht direkt an.
Ich würde euch empfehlen, dass ihr die Schale dann wirklich, die Schalenröhre dann so schräg ansetzt und öffnet sie langsam. Und wir schneiden quasi mit diesem Stück hier. Ich zeige es euch nochmal. Ich wundere, da ist noch ein bisschen Wasser dran. So könntet ihr theoretisch auch drechseln, aber ich habe das früher nie so gut hinbekommen. Und da gibt es auch noch eine andere Technik. Da kann man die Röhre einfach ein bisschen weiter öffnen. Dann kann man noch besser die Schläge absorbieren. Ihr seht jetzt, so werden wir quasi die Schale drechseln. Und wisst ihr was, wir gehen jetzt mal noch einmal über den Ast, wie das hier aussieht. Beim normalen Holz schneiden wir schön das ganze Holz durch. Und sobald wir auf die Verästelung treffen, schneiden wir nicht mehr so viel. Und so entstehen dann halt auch so ein bisschen die Radarmagen. Da muss man halt einfach ein bisschen mehr noch aufpassen. Und mit dieser Bewegung drechselt sich jetzt quasi die komplette Holzschale. Und wenn man so eine große Holzschale drechselt, muss man sich nicht wundern, dass man relativ oft schärfen muss. Denn wenn man sich mal überlegt, wie viele Meter Späne hier so entstehen, das ist schon ziemlich abgefahren. So, jetzt höre ich mir aber auf, hier Riefen reinzumachen und fange es an zu drechseln. Hier seht ihr jetzt, hier bin ich nach einem durchgegangen und die Oberfläche sieht schon richtig, richtig schön aus. Die Radarmarken hier sind jetzt auch weg und so arbeite ich mich jetzt langsam vor. Dauert halt alles ein bisschen länger, weil die Schale echt so massiv groß ist. So, die Form ist jetzt fertig von der Holzschale und die Drechselarbeiten haben wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Oberfläche ist auch schon richtig gut, außer an einer Stelle, da haben wir ein paar Ausrisse. Die haben sich dann aber auch nicht mehr wirklich vermeiden lassen. Da werde ich einfach ein bisschen länger schleifen. Warum haben die sich nicht vermeiden lassen? Ganz einfach, weil das Holz dort zu weich geworden ist. Das ist ja auch das Ding, das hat schon sehr, sehr lange im Schlamm gelegen. Und außerdem hat es genau an der gegenüberliegenden Stelle nicht so lange im Schlamm gelegen. Und hier ist die Oberfläche ausrissfrei. Das zeigt mir einfach nochmal so ein bisschen, okay, man bekommt es jetzt nicht viel besser gedrechselt. Aus dem Grund schleifen wir es jetzt. Ich werde hierfür wieder meinen Schleifgriff benutzen. Das Holz ist noch ein ganz, ganz klein bisschen feucht. Ist auch normal, weil es so dickes Holz ist. Da sind hier diese Schleifpads ganz gut, das dreht sich mit. Und so werden dann einfach so die Der Schleifstaub wird dann einfach quasi schon aus dem Schleifpapier rausgeworfen. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen zu schleifen. Sieht man auch schön zwei Schleifrichtungen, die man da geschliffen hat. Den Schleifer findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung auf meiner Webseite. Hätte jetzt mein Deutschlehrer mal wieder in den Sack gehen. Geschliffen ist das gute Stück jetzt bis zur Körnung 600. Das reicht auch definitiv. Das sieht so schon richtig gut aus und wenn gleich noch Finish drauf ist, dann wird es noch ein gutes Stück besser aussehen. Hier sind die Poren ein klein wenig offen, ist aber auch vollkommen okay. Das wird man später, wenn es Finish drauf ist, dann auch nicht mehr sehen können. Als Finish benutze ich dann immer wie jedes Mal mein Wachs-Finish. Was ihr übrigens auch auf meiner Webseite finden könnt. Das trage ich als erstes jetzt bei stehender Maschine gut ein und speziell hier, wo dann die feinen Ausrisse sind, muss natürlich ein bisschen mehr rein, aber die Ausrisse sieht man jetzt schon nicht mehr. Das wird eine richtig schöne Holzschale. Der Vorteil hier an diesem Finish ist halt auch eben, dass das genau die richtige Konsistenz hat, wenn ihr die Maschine dann anmacht. Natürlich darf es nicht zu schnell laufen, dann wird es immer noch wegfliegen, aber durch diese Konsistenz hier könnt ihr das Ganze auch gut bei kleineren Teilen, dann beim drehenden Objekt dann draufpacken.
Als nächstes mache ich die Maschine an und reibe das Ganze noch ein bisschen ein. Durch diesen Anpressdruck hier wird es dann noch leicht flüssig und kann dann noch besser verteilt werden. Und das seht ihr dann auch gleich. Das wird hier so richtig glänzend. Und das ist halt dann der Moment, wenn es so leicht flüssig wird. Jetzt hole ich mal einfach ein paar Drechselspäne und halte die auf die Schale und hole somit den Überschuss dann ab. Als nächstes werde ich dann das Spannfutter auf die Schale draufpacken. Nicht wundern, ich mache das im ausgespannten Zustand, einfach weil die Schale so schwer ist. Und dann wird das Futter so dann auch besser anliegen. Das bedeutet, es wird einfach komplett plan auch hier drauflegen. Liegen, was auch immer. Hier am besten auch mal, falls ihr auch Musik hört, die Musik ausmachen. Wenn das hier ein bisschen dünner ist, müsst ihr aufpassen, dass das Holz nicht knatscht. Da hört ihr solche leichte Holzritte. Die sind am Anfang auch nicht so schlimm, aber wenn es dann zu krass wird, dann merkt ihr halt, okay, jetzt besser nicht mehr weiterspannen. Boah, Alter. Jetzt müssen wir sehr, sehr gut aufpassen. Hier dürfen wir jetzt nicht so richtig reinbounzen ins Holz mit der Röhre. Weil sonst kann es halt eben schnell passieren, dass ihr bei dem Holz, weil es auch nicht so mega hart ist wie Buche, das ist ein Nachteil, wenn man es als Nachteil werten möchte. Es ist zwar gut hinten im Spannfutter drin, aber halt eben nicht unendlich fest. Deswegen hier einfach ein bisschen aufpassen, das ist alles schwer. Das wollen wir nicht auf dem Fuß haben. Ich benutze jetzt hier so eine Ausstechvorrichtung, damit kann man einfach aus einer großen Schale noch eine Schale rausstechen. Ist übelst teuer, dieses komplette Teil. Und ja, man braucht es eigentlich nicht, nur wenn ihr wirklich ernsthaft viele von den Holzschalen herstellen möchtet. Kleine Info für euch, wenn ihr euch so ein Ding auch holen möchtet, es funktioniert nur bei Hartholz ziemlich gut. Bei Linde, wenn es nass ist, funktioniert es eigentlich gar nicht, das geht übelst aus Material. Aber das hier ist schon relativ trocken, deswegen funktioniert das jetzt hier auch ganz gut. Wir machen die Maschine einfach mal an und dann seht ihr auch, wie das Teil funktioniert. Ich habe es eingestellt und jetzt müsst ihr einfach ganz langsam hier die Schneidplatte an das Material stellen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, und jetzt können wir die Schale wie eine normale Schale fertig drechseln. Oft sieht man ja auf YouTube, dass man gerade für die Innenseite der Schale eine Schalenröhre mit Fingernagelanschliff holt. Aber ich habe jetzt fast noch gar nicht gesehen, dass man hier so eine, ich sag mal, mit einem Standardanschliff eine Röhre holt. Die kann man indessen so weit benutzen, bis man nicht mehr mit der Faser anliegt. Aber hier kann man das sehr, sehr gut benutzen und ich muss auch sagen, ich benutze das hier für die Innenseite auch gerade zum ersten Mal, wo ich es wirklich fast komplett benutze. Das hat einfach den Vorteil, wenn ihr die Röhre so eindreht. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass ihr immer mit der Faser anliegt, dass ihr einen richtig guten Schnitt erzielt, denn ihr schneidet wirklich so richtig rund. Das bedeutet, die komplette runde Schneide unten ist im Eingriff und erzielt dann solche Späne. Je weiter nach unten wir kommen, ist die natürlich unbrauchbar, diese Röhre, weil die Faser viel zu spitz ist. Da könnt ihr könnt von innen nicht mehr so spitz anlegen, das geht einfach nicht. Und dann ist halt eben hier so eine Schalenröhre mit Fingernagelanschliff sinnvoll. Aber hier außen profitiert man wirklich von diesem Röhrenanschliff, der nicht nach hinten abgefälscht worden ist. Ich habe jetzt extra einmal eine Schicht weggeholt, damit das Holz hier schon nicht mehr wackelt. Dann sieht man es besser auf der Kamera. Und hier jetzt die Röhre eindrehe.
ich hier mit einem Span erzeuge, gehe ich noch einmal komplett durch. Da sieht es jetzt ganz extrem. Jetzt schauen wir uns mal die Oberfläche an und ich wette mit euch, die sieht schon grandios aus. Da braucht man schon fast nicht mehr schleifen. Super, super gut. Wo ist denn der Spannschlüssel hin? Er ist verschwunden. Wo hat ihn gefunden? Aber Philipp, wenn du mal deine Werkstatt aufräumen würdest während den Projekten, hättest du das Problem nicht. Das stimmt. Oops, I did it again. Finito. Also es ist schon groß, die Schale, ne? Also, ja, kann man machen. Die Schale ist endlich fertig. Das hat jetzt auch relativ lange gedauert. Ich habe jetzt insgesamt 3 Tage dran gedrechselt. Natürlich nicht durchgängig. Ich habe ja noch was anderes an meinem Tag zu tun. War auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Projekt. Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen anders, so ganz große Holzschalen zu drechseln. Gerade Vorbereitung und dann die Drehzahlen. Da muss man die Werkzeuge, also nicht anders benutzen, aber ein wenig verändert ansetzen. Yes. Und ich kann es immer nur wieder sagen, Linde ist ein grandioses Holz. Und jetzt werden wir es uns mal ein bisschen genauer anschauen, denn wie hat sich denn das Holz verändert, nachdem es jetzt 5 Jahre lang im Schlamm gelegen hat? Hier diese Verfärbung, bin ich mal nicht sicher, ob die standardmäßig in Linde drin sind. Also ich habe viele, viele Scheiben schon geschnitten und da ist das Lindenholz wirklich klar. Das bedeutet, da sind hier nicht solche dunklen Verfärbungen drin. Aber gerade die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Und aus dem Grund lasse ich Linde sehr, sehr gerne ein bisschen länger liegen, damit es eben hier so diese Farbveränderungen erhält. Ansonsten haben wir hier innen drin eigentlich nicht viele von diesen schwarzen Punkten, aber hier haben wir noch ein feines Detail, das sieht auch sehr schön aus. Hier haben wir hier einen feinen Haarriss und da dazwischen hat sich auch so ein bisschen die Farbe verändert, wahrscheinlich wegen längeren Wasserzeiten, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Und es sieht einfach hier sehr, sehr schick aus. Ich denke, es hätte noch extremer ausgesehen, wenn man quasi nicht so viel Holz weggedrechselt hat, aber man muss sich ja vorstellen, dass unten am Boden von der Schale quasi so viel Holz als Schutz außen dran war. Deswegen sind Bretter, die länger draußen liegen und dann im Wasser und Wasser abbekommen, ein bisschen extremer verfärbt. Gerade auch mit Blaufäule, denn Blaufäule haben wir in diesem Fall hier fast gar nicht. Ich werde dir aber gleich noch ein Lindenbrett zeigen, wo man das sieht. Damit ich auch hier wirklich dem Titel recht komme, wie sieht das Holz nach 5 Jahren wirklich aus. Aber das hier sieht schon mal sehr cool aus. Hier nochmal die Außenseite und hier sieht es noch ein bisschen extremer aus. Einfach nur, weil man jetzt auch ein bisschen merkt, dass hier dieses Holz weiter außen den Witterungen ausgeliefert war. Und hier sieht man auch nochmal diesen Knacks. Hier war irgendwie ein Feder am Holz, hier war vielleicht auch ein Tierchen drin. Und hier auch wieder diese Punkte, die gefallen mir so gut. Hier sieht man ganz, ganz klein bisschen Blaufäule. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt. Was man bei der Bearbeitung gemerkt hat, ist einfach, dass hier diese Seite ein bisschen mehr Puffer hatte. Da war das Holz noch nicht so krass beschädigt. Also es war auch in dem Fall nicht wirklich beschädigt. Aber hier war es einfach nur ein bisschen fester. Das hat man eben auf der anderen Seite beim Drechseln gemerkt, dass hier die Maserung nicht mehr so stabil war. Das bedeutet, hier hat man schnelle Ausrisse gehabt. Und ich meine damit nicht einfach, dass die Faserverläufe hier nicht mehr rückhaltend waren. Also die wurden nicht mehr gehalten. Denn auf der anderen Seite ist das ja nicht der Fall und das zeigt mir einfach, okay, hier hat schon so ein bisschen der Verfaulungsprozess begonnen, dass hier das Holz ein bisschen instabil wurde. Hier seht ihr jetzt noch ein Stück Linde, was von einem anderen Lindenbaum ist und hier seht ihr aber ganz, ganz extrem diese Blaufäule, das zieht sich schön das ganze Holz entlang. Und hier habe ich auch nochmal ein direktes, oder habt auch ihr ein direktes Vergleichsstück, da sind hier nämlich nicht solche dunklen Punkte drin. Aber wie gesagt, wenn da ein Schreiner unter euch ist, der sich da richtig auskennt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Was ich mir auch vorstellen könnte, warum diese große Holzschale solche
Punkte in sich drin hat, eventuell einfach wegen dem Durchmesser, wegen diesen Jahrzehnten, wo der Baum wachsen konnte. Denn ich schätze mal, hier dieser Baum war so 30, 40 Jahre alt und der andere Baum, der war bestimmt 80, 90 Jahre alt. Wie gesagt, am Stamm war der andere, der große Baum, so 1,20 Meter dick und dieser Stamm hier war so circa 50 Zentimeter dick. Halt sehr, sehr oval. Das soll es mit dem Video für heute mal gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt auch am Video dran geblieben bist. Du kannst mir auch gerne mal reinschreiben, was du gedacht hättest, wie die Holzschale nach so einer langen, schlechten Lagerzeit ausgesehen hätte. Auf jeden Fall ist das jetzt erstmal wieder eine Packung Unordnung, die ich erst wegräumen muss, bevor ich das nächste Projekt starten kann. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und sag bis zum nächsten Video. Tschüss.